Pranayam bedeutet Pran, die Energie, Ayam bedeutet Kontrolle. Also Pranayam wortwörtlich bedeutet Kontrolle des Atmens. Wissen Sie, dass wir kaum 10-15% unserer Lunge benutzen? Wir benutzen also nicht die ganze Kapazität der Lunge. Also hilft dieses Pranayam uns, was in der alten Yoga-Texten geschrieben wurde, mehr über unseren eigenen Atemmechanismus zu lernen. Also hilft uns Pranayam, diese Bewusstsein über unser Atmen in unseren Körper zu schaffen. In normalen Menschen, die keine Probleme oder Beschwerden haben, hilft Pranayam ihnen, die Sauerstoffkapazität der Lunge zu bessern. Und wir wissen, dass je mehr Oxygenierung es gibt, desto mehr gesunde Zellen gibt es und dadurch können wir einen größeren Ausmaß tödlicher Krankheiten wie Herzkrankheiten, Krebs und andere unheilbare Krankheiten verhindern. Wenn wir über die Heilung sprechen, hilft besonders Pranayam dem Herzkranken. Wir haben über 1500 Herzkranke ohne chirurgische Eingriffe behandelt, wo nur mit Diät, Yoga und Pranayam-Übungen behandelt wurde und dadurch konnten Bypass-Chirurgie und Angioplastie verhindert werden. Auch asthmatische Patienten, die zu viel Pumpen, Inhalationsapparate und so weiter zu sich nehmen mussten, wurden behandelt. Wenn Sie mit Pranayam anfangen, haben Sie weniger zu meditieren gebraucht und viele von Ihnen brauchten keine Pumpe mehr. Pranayam hat viele Vorteile und ist gut für andere Körperteile, nicht nur für das Herz, sondern auch für orthopädische Probleme und Nierenbeschwerden. Auch wenn man Magensäure und andere Beschwerden, die damit zusammenhängen, hat, hilft Pranayam. Also empfehle ich Ihnen mit Nachdruck, dass jede von uns Pranayam üben sollte, was für eine Vorbeugung und Behandlung von verschiedenen Krankheiten wichtig ist. Nadi Sodhan Pranayam. Man sitzt im Schneidersitz auf dem Boden. Schließen Sie die Augen und heben Sie Ihre rechte Hand und stellen Sie den Ellbogen der rechten Hand auf Ihre linke Handfläche. Schließen Sie Ihr linkes Nasenloch mit dem Zeigefinger und dem dritten Finger und atmen Sie durch das andere ein. Halten Sie den Atem und schließen Sie das andere Loch mit Ihrem Daumen und halten Sie Ihren Atem so lange, wie Sie können. Atmen Sie aus dem linken Nasenloch und halten Sie den Atem an. Jetzt atmen Sie durch das linke Nasenloch, schließen Sie beide Nasenlöcher und halten Sie den Atem so lange an, wie Sie können. Öffnen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie aus. Wiederholen Sie diese Schritte 5 Minuten lang. Nadi Sodhan Pranayam ist ein wichtiger und integraler Teil der Yogakur, denn es beruhigt den Kopf und das tiefe Atmen reinigt das System und macht sie wieder gesund und lebendig, indem die Hauptlebenskraft in ihrem Körper reguliert wird. Ah.
Nadi Sodhan Pranayam ist der wichtigste und ein integraler Teil der Yogakur, denn es beruhigt den Kopf und das tiefe Atmen reinigt das System und macht sie wieder gesund und lebendig, indem die Hauptlebenskraft in ihrem Körper reguliert wird. Kapalbhati Pranayam. Setzen Sie sich in den Lotussitz. Schließen Sie die Augen und atmen Sie tief ein, indem Sie die Bauchmuskeln benutzen. Stoßen Sie Ihren Atem energisch und schnell aus. Atmen Sie tief und langsam ein und stoßen Sie Ihren Atem energisch aus. Machen Sie so weitere 2 Minuten lang. Benutzen Sie Ihre Bauchmuskeln und stoßen Sie den Atem energisch und schnell aus. Atmen Sie tief und langsam ein und stoßen Sie Ihren Atem energisch aus. Kapalbhati Pranayam hilft Staus aus den Luftwegen zu entfernen, abzunehmen und hat auch viele andere Vorteile. Kapalbhati Pranayam hilft Staus von den Luftwegen zu entfernen, abzunehmen und hat auch viele andere Vorteile. Surya Bedan Pranayam. Surya Bedan Pranayam. Setzen Sie sich in den Lotussitz. Stellen Sie den rechten Ellbogen auf Ihre linke Handfläche und schließen Sie das linke Nasenloch mit dem Ringfinger. Atmen Sie langsam und tief durch das rechte Nasenloch ein. Diese Pranayam heißt Surya Bedan Pranayam. Atmen Sie weiter tief und langsam ein. Surya bedeutet Sonne. Die Sonne ist die Quelle für alle Energien. Surya Bedan Pranayam hilft, den Energiestand zu erneuern und macht sie energischer und voller Leben. Surya Bedan Pranayam hilft, den Energiestand zu erneuern und macht sie energischer und voller Leben. पैर के साथ दोहराएं। शरीर ऊपर उठाते समय